Yo Leute, Dero ist am Start. Herzlich willkommen zu einem weiteren MotoGP 14 Video bzw. Moto 3 Rennen. Viel mehr. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal los auf die Strecke. Gestern hatten wir ja schon eine Folge, heute nochmal eine, um ja ein bisschen euch nochmal heiß zu machen, um warm zu werden. Und um uns auf die Moto 3 oder anstehende Moto 3 Saison vorzubereiten, die ich ja schon angekündigt hatte. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir uns hier schnell einen Fahrer aussuchen. Mit wem fahren wir denn heute mal? Gestern waren wir unterwegs mit Jack Miller. Heute werden wir mal mit Romano Fenati fahren, finde ich. Und wo werden wir denn fahren? Gestern waren wir unterwegs in Argentinien, also Termas de Rio Hondo. Genau, das habe ich ja gestern gehabt. Dann fahren wir heute mal... Ne, Aston finde ich nicht cool. Wir fahren mal Losail. Genauso lange wie gestern, 25%, entspricht ungefähr geschätzt 5, 6 Runden. Könnten jetzt hier weniger sein, weil die Strecke ja recht lang eigentlich auch ist. Mal sehen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die Moto3-Saison. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal ein Feedback dazu geben, was ihr davon haltet, dass ich so eine Moto3-Saison mache. Also wirklich nur mich auf die Moto3-Saison beschränke. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da so ein bisschen Rückmeldung bekommen würde. Denn ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Es wird sicherlich richtig gut werden. Ich hoffe es, sagen wir so, ich hoffe es, dass es gut werden wird. Wir gehen auf die Strecke, verplempert überhaupt keine Zeit hier, direkt auf geht's mit Racing, Startaufstellung, ist jetzt geschehen, Konzentration, einfach das Rennen fahren mit Romano Fenati auf der Sky-Maschine, sage ich jetzt mal hier, von Valentino Rossis Nachwuchsteams, ja, nur mal so nebenbei. So, auf geht es jetzt, der Start hier ist schon ganz gut, wir kommen sehr gut hier schon nach vorne, haben einige Plätze gut gemacht. Ein bisschen spät auf der Bremse gewesen, aber alles gut gegangen. Sind auf der 23, müssten jetzt aber hier aufpassen, nicht zu spät bremsen. Schön versuchen hier irgendwie innen uns zu halten und zu überholen. Hat aber nicht ganz so geklappt. Bastianini bleibt vorne. Und Loire sehe ich da vorne auch schon, direkt vor Bastianini. So, jetzt können wir aber hier schön rausziehen, spät, aber hart auf die Bremse. Vielleicht nicht so hart über den Curb gehen. Das kostet sicherlich Zeit und wir sind schon deutlich besser unterwegs als gestern. Jetzt schon auf der 19. Gestern waren wir gerade mal in die Top 20 gekommen. Am Ende des Rennens. Das war schon eine ziemlich enge Nummer. Jetzt schon auf der 18. Also hier richtig gut unterwegs. Mit einem richtig guten Tempo, Freunde. Mit einem richtig guten Tempo. So, und das alles hier natürlich wie immer. Ja, was heißt wie immer? Aber das alles hier ohne Training. Einfach nur Rennen starten und los geht's. Einfach um ein bisschen Action zu haben. So wird das Ganze natürlich auch ein bisschen schwerer für mich. Und beim nächsten Mal, wenn die Saison dann startet, nehmen wir wieder alles mit. Training, Quali und Rennen. Dann wahrscheinlich auch in einzelnen Folgen, so wie bei der Formel 1. Mal sehen, wie wir das machen. Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen, denke ich. Dürfte kein Problem geben. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da an Hanika rankommen. Und aufpassen, Bastianini, der macht von hinten ordentlich Druck da, also aufpassen, dass wir da irgendwie nicht eine zu große Lücke lassen. Jetzt setzt er sich direkt daneben, kann aber die Attacke nicht fortführen oder ist jetzt innen beim Rausbeschleunigungsduell vielleicht. Nein, das reicht für uns, gerade noch so durchgekommen. Wir verlieren auch da den Anschluss so ein bisschen an Hanika, an dem wir eigentlich dranbleiben wollten. Nicht gut erwischt die letzte Kurve, Bastianini. Zieht da ohne Probleme an uns vorbei. Jetzt haben wir aber den Windschatten, können schon direkt wieder kontern. Ohne Probleme Alex Rins mit der schnellsten Runde. 2 Minuten 9, wir mit einer 2 Minuten 11. Also da sieht man direkt mal den krassen Unterschied zu den Fahrern. Bastianini, der zieht da einfach innen rein. Und Kai Rudin geht auch wieder durch. Jetzt aber hier ranhalten, dass wir das Ganze gleich wieder kontern können, denn wir sind jetzt nur noch auf der 20 unterwegs. So, viel aufs Gas gehauen hier. Viel zu früh und viel zu heftig. Zu weit rausgekommen. Kostet Zeit. Jetzt versuchen sich die beiden hier natürlich abzusetzen. Das sieht auch ganz gut eigentlich für die beiden aus. Aber ich hoffe natürlich, dass wir da nochmal einen Konter geben können. 5 Runden werden gefahren übrigens. Mal so ganz nebenbei. Ihr seht es oben links eingeblendet.
Ich habe ja gesagt, hier kann es sein, dass es eine Runde weniger ist. Oh, das hat jetzt richtig Zeit gekostet. Das hat jetzt richtig Zeit gekostet. Vorne kämpft Jack Miller gegen Alex Rins. Da im Duell um die Führung. Und da träumen wir auch noch ein bisschen von. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich den Mod nicht sogar schon mal drin hatte. Mal so ganz nebenbei. Wenn ja, dann habe ich ihn vielleicht gar nicht rausgehauen. Dann ist das schon der Mod. Oder ich muss mich einfach wieder an MotoGP 14 gewöhnen. Beziehungsweise an die Moto 3, sagen wir lieber so. Aber das werden wir auf jeden Fall schon geschaukelt bekommen. So, jetzt reinhängen hier, dass wir nochmal rankommen. Jetzt habe ich ja jemanden vor mir fahren. Jetzt sehe ich die Bremspunkte auch alle ein bisschen besser und früher natürlich. Wir fahren ja hier ohne Ideallinie und so weiter und so fort. Das erschwert die ganze Sache natürlich jetzt hier. Vor allem, wenn man vorher kein Training mehr hatte. Aber wir kriegen das schon gemanagt hier. 20. Position nach zwei Runden. Dafür von der 33 gestartet. Also 13 Plätze schon gut gemacht. Und wir kommen ran an Kai Rudin. Jetzt setzen wir uns im Windschatten. Und daneben letzte Kurve. Das dürfte schwer werden, aber es sieht ganz gut aus. Er hat natürlich den besseren Schwung hier bei der Ausfahrt aus der letzten Kurve, jetzt hier mit Windschatten vorbeigezogen. Schönes Überholmanöver, schönes Duell gegen Kai Rudin. Jetzt kann er natürlich kontern, denn er hat jetzt für die restlichen Meter den Windschatten. Er setzt auch an zur Attacke, schert hier auch aus. Oh, sehr spät auf der Bremse und das reicht nicht für uns. Oder doch, Seite an Seite hier durch Turn 1, da muss ich dann nachgeben. Kai Rudin wieder durch. Schöner Konter, schön gemacht. Richtig nice. Das ist Moto 3 Racing, Freunde. Das ist die Moto 3. Runde 3 von 5. Schönes Duell jetzt hier gegen Kai Rudin. Also, das hier auf jeden Fall das Duell des Tages. Natürlich mal so ganz nebenbei, neben dem Führungsduell von Miller und Alex Rins. Jetzt hier ganz hart reingebremst innen, aber dann den Rückzieher noch gemacht. FPS-Einbrüche. Wieder einmal, ist aber nicht schlimm, läuft weiterhin alles mit 60 FPS. Jetzt hier vor sich Kai Rudin, sehr früh auf der Bremse. Jetzt können wir vielleicht innen hier angreifen, das reicht nicht. Das reicht nicht, aber jetzt hier beim Rausbeschleunigen und die Attacke in diesem Rechtsturn. Sehr spät und sehr hart auf der Bremse. Da kann Kai Rudin natürlich wieder innen reinkommen, weil wir einmal kurz nach außen trudeln. Aber das sieht ganz gut aus. Hier einmal kurz gebremst, nicht zu schnell rauskommen, sonst geht's raus über den Curb, die links, oh, da kommt Kai Rudin schon wieder und auch Loa, der zieht auch gleichzeitig an Kai Rudin vorbei. Jetzt haben wir natürlich hier den Windschatten und setzen uns direkt mal hier innen auf dieser Art Parabolika daneben und gehen auch super gut vorbei. Momentan die 19. Position, jetzt ein bisschen verbremst, Loa nutzt direkt die Lücke, geht wieder vorbei und jetzt heißt es erstmal wieder auf Angriff gehen. Und dranbleiben. Also das wird hier auf jeden Fall ein Duell bis in die letzte Runde werden. 3 von 5 haben wir jetzt gleich schon absolviert. Gleich geht es in Runde 4. Oh, raus bis auf den Curb. Alles perfekt abgemessen. Windschatten jetzt Attacke in der letzten Kurve. So, jetzt nach außen treiben lassen ein bisschen, weil es nicht anders geht wegen der Geschwindigkeit. Sonst stürzen wir hier noch, wenn wir hier auf die Bremse steigen. Jetzt hat Kai Rudin Windschatten und Loa. Aber ich glaube, Kai Rudin hat da keine Chance. Wir schauen mal, wir sind jetzt erstmal zurück auf der 19. Kai Rudin hat da so ein kleines bisschen den Anschluss verloren, wirklich minimal. So, bremsen jetzt hier für Turn 1. Bloß nicht verpassen und jetzt gucken wir mal, vielleicht kommen wir da nochmal an Bastianini ran. Der ist meiner Meinung nach größer geworden. Also sind wir auch rangekommen. Schauen wir mal, ob wir, oh, oh, das ist doofer Fahrfehler, ob wir da wirklich rankommen. Neben dem doofen Fahrfehler. Wir müssen gucken, auch wie sieht es hinter mir aus. Loa ist richtig nah dran. Ist richtig, richtig nah dran. Hauptsache Kai Rudin bleibt auch dahinter. Dann ist alles wunderbar. So, jetzt hier nicht ideal unterwegs. Natürlich die Geschwindigkeiten kenne ich ja auch nicht in- und auswendig, die man fahren sollte in den Kurven. So, Loa oder Vara gerade. Der könnte jetzt innen reinstechen. Macht er auch, aber das reicht nicht. Oh, jetzt der Fahrfehler hier. Raus bis über den Curb. Das kostet Zeit und das kostet uns auch die Position. Jetzt können wir hier vielleicht wieder attackieren. Da gibt es die Berührung. Aber alles gut gegangen und Loa zieht jetzt ein bisschen davon natürlich. Weil ich hier in die Attacke gesetzt hatte. Das kostet Zeit. Also wird die Lücke wieder größer. So, jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht jetzt hier beim Rausbeschleunigen angreifen können. Kurve nicht gut genommen. Ich hätte gedacht, da kann ich vielleicht innen reinziehen. Das war aber nicht. Jetzt kommt Kai Rudin auch wieder ran. Also es bleibt hier weiterhin spannend. In diesem Dreier-Duell hier, sage ich mal. Ja, es ist ja wirklich ein Dreikampf.
So, schauen wir mal. Ich muss gleich die Kamera wieder zentrieren. So, ist schon besser. Jetzt habe ich natürlich dadurch Zeit verloren. Kamera ist leicht verschoben immer noch, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, die ist leicht verschoben. So, besser. Loa immer noch vor mir unterwegs. Das kann doch nicht sein. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir da rankommen. Wir gehen jetzt nämlich in die letzte Runde. Vielleicht können wir die Pace jetzt von ihm auch nicht mehr mitgehen. Ich denke aber schon, das sollten wir hinbekommen. Letzte Kurve Richtung Startziel jetzt hier. Wieder schön rausbeschleunigt, den Curb so ein bisschen mitgenommen. Position 20, kommen wir hier nochmal ran? Das ist jetzt die Frage für die letzte Runde. So, wir nehmen natürlich jeden Windschatten, den man da noch abbekommt. Minimal kommen wir auch jetzt ran oder jetzt so langsam in immer größeren Schritten. Bremsen nicht vergessen. So, Turn 1, mal sehen, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder richtig gut rangekommen hier. Früh rausbeschleunigen, viel Power geben. So, und jetzt die letzte Chance, letzte Runde hier nochmal zum Überholen, um auf die 20. Position zu kommen. Reinhängen, Gas geben. Ihr kennt das Spielchen, ja. Ihr kennt das Spielchen. Kai Rudin hinter mir, große, große Lücke. Also da brauchen wir uns ehrlich gesagt keine Sorgen mehr zu machen. Wir müssen nur noch gucken, dass wir hier an Loa rankommen und vorbeigehen. So, jetzt hier der harte Kampf. Erstmal rantasten, nicht zu früh und auch nicht zu spät attackieren. Jetzt hier ein bisschen über den Curb gegangen und da kommt der Sturz. Da kommt der Sturz. So, ich habe gerade noch gesagt, nicht zu viel riskieren. Dann nehmen wir auch dann die Rückblende ausnahmsweise mal. Oh, oh, oh. In der Saison natürlich ohne Rückblende ist ja wohl überhaupt gar kein Thema. Jetzt nochmal hier innen, aber das reicht immer noch nicht. Er macht da gut die Tür zu. Jetzt komme ich hier ein bisschen weit raus. Nicht schlimm, denn der Curb lässt es hier auch zu. Wieder anbremsen, leichter Rechtsknick. So, und jetzt kommt die Links, die hier zuzieht. So, schön fahren, innen bleiben. Oh, nicht ideal erwischt. Viel zu spät auch auf dem Gas gewesen. Nicht mehr viel bis zum Ziel. Jetzt erstmal hier den Windschatten mitnehmen. Windschatten mitnehmen, das A und O. Konzentration, jetzt gleich können wir hier vielleicht irgendwo noch eine Attacke setzen. Oder es entscheidet sich wirklich auf der Startzielgeraden, ob wir hier noch vorbeigehen an Loa oder nicht. So, rechts rum jetzt hier nochmal so langsam kommen wir Richtung, ja, letzte Kurve. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, Freunde. Der Linksknick, dann kommt nochmal eine, ja, leichte Gerade. Und jetzt die letzte Möglichkeit, um nochmal zu überholen. Vorsichtig ist aber hier angesagt, denn sonst kann er das ganze kontern noch vor der Ziellinie. Jetzt sind wir hier Seite an Seite, letzte Kurve. Wir kommen hier super raus. Loa aber auch. Jetzt hat er den Windschatten. Jetzt hat er den Windschatten. Reicht das für uns? Das dürfte reichen. Ja, das reicht. Das reicht. Das dürfte reichen. Jawohl, da haben wir uns nochmal gut durchgesetzt in der letzten Kurve, um an Loa vorbeizugehen. Schönes Rennen bis dato. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann freut euch schon mal auf die Moto3-Saison. Denn ja, da wird es richtig, richtig rund gehen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn die Moto3-Saison beginnt. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch darauf freut oder nicht. Ansonsten, Entschuldigung, würde ich erstmal sagen, super Rennen, ich bin raus, euer Dero, Daumen nach oben, Abo dalassen, macht's gut, bis dann, ciao.